Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Im letzten Part habe ich euch gezeigt, was passiert, wenn man sich mit diesem Typen anlegt. Und ja, ich würde sagen, tot. ich würde sagen, das versuchen wir jetzt nicht noch einmal. Sondern wir leveln uns schön. Und wie macht man das am besten? Natürlich, wir starten eine Mission. Ein bisschen gekniebeln, das machen wir nicht. Bringe die Edelstände zu einem Schätzer, das müssen wir so oder so mal machen. Und zwar ist das, glaube ich, ein Rifton. Oder Riften. Genau. Und zwar ist da ein Schätzer, der wird diese, ich komme nicht auf den Namen. Ich weiß nicht mehr, wie die Stadt. Die Stadt von Berenzina. Irgendwie sowas. Fuck. Egal, ich kann ja gleich nachgucken. Auf jeden Fall müssen wir die ja zu einem Schätzer bringen und der sagt uns dann, das kann ich ja schon mal spoilern. Das ist, glaube ich, 22 oder 24 solcher Steine auf der ganzen Welt gibt, also auf der ganzen Map. Und die werden nicht angezeigt, wo die sind. Das ist schön, ne? Also ich finde das sehr schön. Und es leckt wie Hulle, jawohl. So wollen wir das auch haben. Okay, leckt es jetzt nicht mehr? Nee. Ich will erstmal nachgucken, wie die Steine heißen. Ich muss es einfach tun, Ich werde mich zwar eh aufregen, wenn ich jetzt weiß, wie sie heißen, aber wer sonst die ist. Ungewöhnlich. Ach, ich glaube, dann wird dir noch gesagt, wie der heißt. Okay. Okay, dann ist es ja kein Problem. Wir sind fast Stufe 16. Woo! Oh Mann. Ich denke, wenn wir Stufe 30 sind, dann können wir Knievel noch mal gegenüberstehen, denke ich mal. Aber wirklich vorher nicht. Ich war ja schon mal Level 30 bei Skyrim in meinem alten Account. Und es war hart. Steckt bitte nicht guten Tag. Ihr wart ein guter Freund für mich. Verrate mir, was Sie für eine Kriege. Nein. Solange sie mich an ihrer Seite behält, so lang kann sie auf den Schutz meines Schwertes zählen. Ganz ehrlich. Ich bezweifle, dass jemand so dumm wäre, Maven. Ich meine, Jarl Maven töten zu wollen. Für den Fall der Fälle bin ich aber bereit. Verratet mir, was ihr über den Krieg denkt. Wenn sich das Kaiserreich und die Sturmmäntel wegen irgendwelcher Dummheiten die Köpfe einschlagen wollen, dann lasst sie doch. Ich kümmere mich nur um zwei Dinge. Ich passe auf Maven auf und zähle das Gold, das ich dafür bekomme. Ja, ich will aber gern was über die Steine erfahren. Okay, dann. Ich glaube sowieso gar nicht, dass wir die Steine zu dem bringen müssen. Ich glaube, es war eine andere Person. Wartet! Stimmt, ich schalte mir jetzt später frei. Wie erwartet. Und du halt mal schön dein Maul da hinten. Auf den billigen Plätzen, ey. Dann machen wir das doch nicht mit dem zum Schätzer bringen. Das erfahren wir auf jeden Fall noch, keine Sorge. Kommt er jetzt hinterher? Findet das Schwert des Roten Asa. Ich glaube, die Mission war sogar eh ganz cool. Diese Mission. Warte, ich weiß, wo es war. Warte. Ja, ich erinnere mich. Da musste man. Okay, ich weiß, wo das Schwert ist, aber ich weiß, dass man mit diesem Schwert, wenn man es hat, in eine geheime Kammer reinkommt. Aber an die kann ich mich nicht mehr erinnern. An diese geheime Kammer. Nee, ich erinnere mich nicht. Aua. Ich würde mich gerade am Fuß kratzen und bin voll mit der Hand, Faust, wie auch immer ist. What's up? Hilfe! Ein Speer der WTF. Wo kommst du denn her, du Penner? Noch einer? Ja, was wollt ihr? Und wir sind Stufe 16, geil. Warum hast du eine Karotte dabei? Ach, ist doch nicht euer Ernst, oder? Das ist doch nicht euer Ernst!
Okay, ja. Alter, guck mal, ein 101-Battle hier, jawoll. Nice. Ja, die haben mir ein bisschen zu viel gewischt. Alter, Schwert gegen Drache und Schwert gewinnt. Ein paar Schläge, ey. Das finde ich ja mal richtig nice. Ja, komm, gib mir deine Seele, du Penner. Pferd, was hast du da drinnen zu suchen? Schattenmähne, komm da raus. Ganz wieder auf. Ich würde aber jetzt gerne mal die neue Stufe aufsteigen. Ja, ich nehme das bereit. Ich guck nicht hin. Ist mir eigentlich egal, was ich hab. Dann machen wir noch eine Runde Feilschen. Feilschen ist sowieso ganz cool. Oh, Redekunst. Ja, ist es Redekunst? Ist es Redekunst? Ja, okay, danke. Ich hab mir das aber auch heftig angezeigt, der Arsch. Ich springe jetzt einfach mal in den Fluss und laufe auf die andere Seite. Das klappt schon. Okay. Was ist das? Ah, ein Fuchs. Okay. Ich dachte, er ist ein Wolf, aber... Krabben, ey, wie sehr ich euch hasse, Eva. Hör auf, dich einzubuddeln, kämpf. Oh, du hast zwei dabei. Ja, danke. Ja, komm. Wollt ihr euch tarnen oder was? Doch nicht mit mir. Was habt ihr denn geraucht? Da ist noch irgendwo ein Nachkomm, die. Die hat jetzt echt Glück, am Leben zu bleiben, ne? Ich würde die am liebsten so gern aufschlitzen. Ja, es ist eine Krabbe da unten. Krabben kann man auch aufschlitzen. Okay. Hier ist irgendwo dieser Berg. Obwohl, das war, glaube ich, ein Lager, oder? Das war kein Berg, das war ein Lager. Genau, genau. Genau, genau, genau. Du geh sterben. Aber ich möchte einen Amethyst haben. Ich weiß, dass da oben noch ein Arsch sitzt. Komm her, komm runter, komm, kämpf. Oh. Verdammt, ich bin tot. Rockerfleisch, nee, brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht. Habt ihr irgendwas Gutes hier? Ein bisschen Gold. Das nehme ich gerne entgegen. Habt ihr sonst noch etwas hier? Okay, ich erinnere mich doch nicht. Ich hatte irgendwie was anderes im Gedächtnis. Aha. Nichts hier. Ach komm. Das ist doch nicht schon ernst, oder? Nur das bisschen Gold? Oh, na gut. Ich glaube euch mal. Aber zum letzten Mal, ne? Was ist das denn? Das Medizinzeichen, oder was? Ja, komm. Ja, ist ja gut. Ah, ich erinnere mich, aber ich wusste gar nicht, dass das mit dem Schwert war. Ich dachte, das wäre eine andere Mission gewesen. Okay, das ist es doch nicht, woran ich mich... Ich erinnere mich hier an Dinge, die... Keine Ahnung. Ich wusste es, dass du stirbst oder was. Wo ist der Nächste? Achso, ja, das ist angezündet. Na und? Ist doch dein Haus. Deine Wohnung. Dein Berg. What you want? Amethyst. Warum haben die denn alle Amethysten dabei? Finde ich jetzt nicht schlecht oder so, aber irgendwie... Hä? Was seid denn ihr? Ich erkenn's nicht. Tut mir leid. Aha. Naja, von da bin ich ja gekommen. Warte mal, warte mal.
Hier geht's lang. Geht eine Treppe nach oben. Geht's hier hoch. Oh, da steht schon wieder so ein Affe. Oh mein Gott, der hält 3 Schläge aus. Er macht mir Angst. Hör auf die Treppe. Ich will nicht, hallo. Wir sind hier nicht in der Rutschbahn. Keine Ahnung, die einem Spaß macht oder so. Ja, also bitte. Ja, guck, nimm dir ein Beispiel an die. Die macht das nicht. Die ist wenigstens erwachsen, ja. Das war eine Falle, die habe ich gehört, ey. Ja, willst du eine Falle aufstellen oder was? Sterbe. Wieder dieses coole Geräusch. Als wie wenn gerade so ein Gewitter aufzieht, ey. Ai! Das habe ich das Falsche mitgenommen. So ein Scheiß. Ja, weg damit. Braucht doch kein Schwein. Das sieht auch nicht gerade lecker aus, aber der Bogen. Er hat Stärke 18. Wie viel hat mein anderer Bogen denn? Stärke Schaden 13. Ach komm, dann nehme ich lieber den Zwergenbogen. Ist doch geil. Weißt du was, den nehme ich auch direkt mal. Wie viel macht das Schaden? Das macht auch Ausschuss. Der Zwergenbogen genauso gut wie meine, wie mein Schwert. Das finde ich eigentlich gerade mal ziemlich krass. Also, ich dachte gerade, hey, was kann ich denn hier sammeln? Ach, da geht's weiter. Ich dachte gerade schon, hier muss es irgendwo weitergehen. Okay. Was ist das? Ich habe die Mission definitiv schon gemacht, aber die kommt mir echt nicht bekannt vor. Ich habe echt gerade Schwierigkeiten, mich dran zu erinnern. Naja, ist ja bei mir alltäglich eigentlich. Hausaufgaben zum Beispiel. Vergesse ich auch immer. Ja, komm. Ist gut. Ich hab's begriffen. Wie? Was? Jetzt erinnert die mich doch wieder an die Mission. Hä? Sterb. Ich hab dich voll getroffen, ne? Hä? What you want? Die! Na also, geht doch. Bam, in your face. Bogen gegen Bogen, mein Lieber. Ah, okay, der war daneben geschossen. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen tot. Finde ich schon mal nice. Ich hoffe, ihr erkennt das auch. Es ist gerade dunkel. Doch, das ist doch, woran ich mich erinnere. Doch. Ich nehme aber jetzt doch lieber mein Schwert. Was wusste es? Nahkampf ist mir doch gerade mal viel lieber hier. Was willst du? Alter, jeder hat einen Amethyst. Oder kann er? No, no, no. Da ist noch. Ach komm, den will ich auch noch killen. Oder die, besser gesagt. Hallo. Sterb doch. Ja, komm, Pfeile. Ach so, da ist ja noch einer. Na, wie geht's? Hä, wo kommt die denn jetzt auf einmal alle her? Hast du irgendwas dabei? Ja, ein Amethyst. Wie jeder von euch. Bist du auch im Club der Amethysten? Wo auch immer du bist. Da. Nein, aber im Club der Granatsteine und Granitsteine. So, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir jetzt hier irgendwo hoch. Hier muss irgendwo eine Treppe sein. Warte, hier geht's ja nicht hoch. Ist da jemand? Hier ist die Treppe. Ich wusste es. Oh, da ist ein Lager. So, du sterb, du sterb. Amethyst oder Granitstein? Hm, Seelenstein, okay.
Brotrezept. Okay. Du? Danke! Oh mein Gott. Das ist ein Außenseiter. Hilfe, wo kommst du her? Irgendwo da hinten ballert noch einer auf mich. Bin ich ja nicht anders gewohnt. Ich hab dabei auch echt nichts hier, ne? Okay, eigentlich würde ich die Folge jetzt gerne hier beenden, aber... Da wir angegriffen werden, kann ich jetzt eh nicht abspeichern. Außerdem ist die Klinge jetzt direkt da oben, also die holen wir uns jetzt noch. Hallo, du? Ja, genau. Stech sie ab! Mein Fuß so lange weh. So, diesen Kerl müssen wir besiegen. Der hat nämlich, was wir wollen. Na, ah, komm. Das ist so einfach geht's doch. Gib mir das Schwert. So, und da, Mann, doch. Toll, Gold. Schlüssel. Was soll mir jetzt? Ah, wir sollen zum Rebellgrab. Okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir diese Quest in der nächsten Folge fertig. Je nachdem, ob ich das schaffe vom Stufen gerade hier. Aber egal, wir werden es mal gucken. Mir hat die Folge sehr gut gefallen. Wenn euch auch, dann schaltet im nächsten Part auch wieder ein. Und ich sage bis dahin, tschüss.